Hallo und herzlich willkommen zu einer Anzugsession von Undercraft. Das ist ein neues Spiel, welches erst am 27. September rauskommt. Wir können aber auf Steam schon eine Demo runterladen und das Ganze testen. Und ich würde mal sagen, wir springen rein und probieren es aus. Wir werden hier direkt ins Spiel reingeschmissen. Es gibt kein Menü und der Controller funktioniert nicht. Also das bedeutet, ich spiele auf der Tastatur. Die Steuerung gefällt mir auf Anhieb richtig gut. Also ich finde, das steuert sich sehr, sehr geschmeidig. Fühlt sich richtig gut an. Ich steuere auf S, A, W, D, also normale Steuerung, so für Ego-Shooter. Springen kann ich... Ah, doch. Alter, springt da hoch. Okay. Auf I ist Inventar. Schaut jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Also von der Übersicht schon geordnet. Experience... Hier haben wir auch noch Zeug. Na gut. Okay, probieren wir aus. Ich finde das Design voll schön. Design ist gut, gell? Mhm. Okay. Hier ist eine Flasche. Okay, ich verliere Energie. Okay, mit Fäusten geht's nicht. Ist ein Crapser. Was ich merke irgendwie, dass von der Steuerung, dass mir so schwindelig wird irgendwie. Komischerweise. Ich weiß nicht, was das ist. Da ist ein Typ hier. Ich finde das Springen voll übertrieben. Wie so auf dem Mars, weißt du so. Ja. Wie bei diesem Mars-DLC von Far Cry. Ui! Ich weiß ja nicht, was er für Beine hat. Dass er so springen kann. Super Jumping Ninja. Oh, Skeletter. Ui, mit Bogen. Alter. Okay, kriegt er keinen Schaden. Okay. Okay. Null Schaden. Wahrscheinlich braucht er eine Waffe. Hast eine Quest bekommen, glaube ich. Hä? Hast eine Quest, glaube ich, bekommen. Ich bin tot. Respawn. Ja, rechts Geld stand irgendwas. Check out the pier. Collect stones, 3 Stück. Craft an equipment, sharp stone. Okay. Und wie nehme ich die? Aha, auf I. 1, 2, 3. Nice. Okay, dann craften wir mal. Sharp stone. Sharp stone ist hier. Drück drauf, passiert nichts. Rechte Maustaste passiert auch nichts. Craft. Okay, jetzt. Dann müssen wir hier die Zeit abwarten und finde ich ein bisschen übertrieben irgendwie, ich weiß nicht. Mhm. Und dann kann ich hier wahrscheinlich reinziehen, ja, und dann wahrscheinlich auf 1, so wie bei Diablo. Ja, jetzt habe ich einen Sharp Stone, Collect Food 10 Stück, Collect Stone 6 Stück und Collect Fiber 6 Stück. Finde ich echt übersichtlich. Also wir haben in letzter Zeit einige Spiele gespielt, so die Crafting, ja, mit Crafting sich beschäftigt haben und die waren nicht so übersichtlich. Also ich finde das schon besser gemacht. Also mit dem Stein, denke ich, kann man das doch nicht kaputt machen. Vielleicht diese Stöcke. Nee, geht nicht. Wie gesagt, mir wird echt schwindelig. Keine Ahnung warum. Ich finde, es bewegt sich auch voll schnell. Also so die Kamera. Der Stein geht auch nicht kaputt. Und ich verstehe auch nicht dieses 6 da und 7. Weil entweder geht er doch kaputt, der Baum, oder... Ja, weil siehst du meine Gesundheit? Ah, doch, der geht kaputt. Weil meine Gesundheit ist ja immer noch bei 100. Okay, dann nehme ich das. Okay, jetzt. So, 3 Stück haben wir. Collect Wood steht schon 10 von 10. Nice. Okay. Die Blätter können wir auch einsammeln. So, dann brauchen wir 6 Stones. Okay, wo sind die Steine? Oh, da ist noch einer. Find's cool, dass hier so viele Gegner sind. Das macht mir schon Spaß dann, wenn so ein bisschen Widerstand da ist. So herausfordernd. Ja, ja. Weil wenn du nur einfach nur sammelst und craftest, ist das irgendwie langweilig. Ja. Oh. Ah, mit dem kann ich reden. Problems. Hä? Hier ist ein Skelett und hier ist... Ah, das bin ich. Ah.
Diese Sprache. Okay. Ja, schlecht ist es nicht. Also. Da ist eine Ratschik drin. Okay, suchen wir mal weiter die Stones. Was ist eine Fiber nochmal? Ich glaube Gras oder so. Mhm. Oder Heu. Okay. Wo könnten hier Steine sein? Also das Spiel gefällt mir auch. Mhm. Ist schon nice. Ich würde das dann im September nochmal auschecken, wenn es rauskommt. Ist echt nice gemacht so. Mhm. Erinnert mich auch so an Dark Souls ein bisschen so von der Erkundung. Mhm. Okay. Hier ist noch ein Skeletor. Da scheint, glaube ich, auch was mit irgendwelchen Geheimnissen und mysteriösen Schätzen und sowas. Ja, also hier ist so richtig Erkundung drin, finde ich. Das ist Fiber. Aha. Das ist grün. Ah, okay, danke. Drei Stück haben wir. Und hier haben wir nochmal vier. Passt. Clay. Das sind Kokosnüsse. Okay, jetzt kommt er wieder. Oh. Die Kokosnuss. Alter, der macht so viel Schaden. Mhm, Alter. Und ich mache mit dem Stein nicht viel Schaden. Aber vielleicht kann ich ihn stunnen. Wer weiß, vielleicht kriegt man XP. Mhm. Er stand doch, man kann sie hochleveln. Mhm. Also upgraden. Finde ich schon cool. Mhm. Die Karte ist auch cool da rechts, guck mal. Ah, geil. Nice. Das erinnert mich irgendwie voll an GTA. Ja. Ja. Okay, wir haben ihn. Der hat was gedroppt. Neues. Oh, hier ist Bananen. Sehr gut, können wir essen. Dann Jar. Was ist das? Klar, wo man sowas. Ein Gefäß, glaube ich. So ein Gefäß. Ja. Yellow Bandana. Oh, cool. Oh, das können wir auf den Kopf wahrscheinlich. Oh, ja, geil. Cool. Und Bones. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Bogen, können wir den nehmen? Oh yes, wir haben Bogen. Oh geil. Sehr gut. Das ist ja nice. Können wir den ausrüsten? Okay, passt. Mhm. Bogen. Das können wir nicht. Bananen vielleicht zum Essen. Chili. Mhm. Kokosnuss. Ah, oh Mann, die Steuerung. Okay, 5. Oh. Nein. Wie habe ich das gemacht jetzt? Ah, Enter. So. Aha, jetzt steigt unser Leben. Wir brauchen jetzt noch Stones. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass uns hier niemand killt. Banane ist auf 3. Oh! Ui. Weg hier. Weg. Da ist ein Bogen. Oh, da ist noch ein Bogen. Cool. Okay, ich glaube, ich muss ihn killen. Ah, der ist schon ein bisschen aggressive. Aggressive. Okay. Wir brauchen eine gute Waffe. Mhm. Schauen wir mal, ob wir jetzt von vorne anfangen. Okay, wir machen. Ah, wir haben jetzt die Sachen verloren. Alter. Jetzt gucken wir mal aber, ob die Leiche dort liegt. Also, weil dann wäre es wirklich wie bei Dark Souls. Mhm. Ah, das wäre komplett okay. Das wäre krank. Schauen. Das ist das Dark Souls Survival Game. Ja, Mann. Cool, der kann schwimmen. Geil. Komme ich hier hoch? Gar nicht. Ah, jetzt. Oh, man. Dieser Weltraum. Schauen wir mal, ob wir unsere Leiche kriegen. Ah, hier sind Pfeile. Okay. Immer einen Bogen, Alter. Probieren wir mal. So. Oh, Jessel. Oh, Jessel, Baby. Kitschupchik. Alter, 30. Hä? Keine Mumie, ich glaube, da was? War nur einer. Ah, ein Pfeil. Alter. Okay, hier sind noch welche. Jetzt nimm die. Oh. Ah, hier ist eine Axt. Sind da noch Pfeile? Hm. Und unsere
Leiche ist, glaube ich, nicht mehr da, oder? Ich habe auch nichts gesehen. Auf der Karte ist auch nichts. Ich probiere mal die Axt zu nehmen. Oh. Alter. Ja. Mach ruhig. Digi. Oh, Schaufel konnte ich jetzt nehmen. Oh, cool. Die kann ich komischerweise nicht nehmen. Mhm. Ja, das finden wir schon raus alles. Mhm. Hier war doch irgendwo eine Axt. Ah, da. Yes, baby. Ja, voll cool, dass man das gleich findet. Dass man das nicht craften muss. Mhm. Komm. Ah. Der ist nicht ohne. Ja, der ist echt nicht ohne. Mhm. Aber du siehst, der eine Gegner ist weg, wenn wir gekillt haben. Stimmt, ja. Okay. Nehmen wir die Schaufel. Was können wir damit eigentlich machen? Ich find's voll interessant, das Game. Mhm. Also. Ui. Okay. Man hat voll Lust, alles rauszufinden. Ja. Das ist so richtig. Ja, lädt sich so richtig zum Erkunden ein. Ja. Die Steine sind weg, komischerweise. Also die drei, die wir hier hatten. Und unseren Sharpstone haben wir auch nicht. Kann man vielleicht eine Waffe craften? Weiß ich nicht, gucken wir gleich. Mhm. Ich würde einfach dem Tutorial folgen erstmal. Mhm. Hier mal umschauen. Kann ich eigentlich mit der Schaufel? Nee, geht nicht. Dieser Bart von dem Typen. Also, wir bräuchten jetzt halt nochmal so einen Sharpstone, damit wir die Bäume kaputt machen können. Ui. Alter, cool. Sogar mit Fischen. Also, auf den ersten Blick muss ich sagen, nice. Also, kommt drauf an, wie viel es kosten wird dann so. Mhm. Also, ich finde, so bis 20 Euro würde ich es kaufen, wenn es dann komplett fertig ist. Mhm. Was sagst du so? Ich würde es mir auch kaufen. Also, ich hätte auch voll Bock, das zu spielen. Okay, wir können hier hochklettern. Hier ist halt richtig erkunden, so. Weißt du, so. Ja. Ich mag das so immer so, alles rauszufinden. Ja. Okay, Krebs. Ah, das ist der Fred. The Freddy. Hasche, hasche. Alter. Ich würde mir halt noch so eine deutsche Sprachausgabe wünschen. Mhm. Also man kann zwar auf Englisch auch spielen, aber ich würde es halt cool finden. Ja. Okay. Ich finde es komisch, dass man die Leiter nicht benutzen kann. Mhm. Aber gut, gucken wir weiter. Ich sehe hier keinen einzigen Stein mehr. Okay, das ist schon ein bisschen komisch. Vielleicht im Wasser irgendwo drin oder... Schauen wir mal, wie ich hier hochkomme. Okay. Hier sind die Säcke wieder, da ist der Gegner. Alter, der Bogen ist weg. Okay. Wie soll man den jetzt ohne Bogen? Die Axt ist auch weg. Okay, das ist schon ein bisschen komisch gemacht. Komisch, gell? Ja. Auch, dass man die Sachen da nicht wiederfindet. Ja. Die sind auch leer. Was ist das eigentlich? Wooden Plate. Okay. Krass. Die Säcke sind leer. Schaufel ist noch da. Okay, der bringt uns nichts, wenn wir ihn töten. Oh, Alter. Ja, okay, wir können noch nach oben. Kokosnuss. Komisch, gell? Also das, vielleicht kann man hier Steine abbauen. Muss man ja komplett von neu starten. Ja. Muss komplett neu starten im Endeffekt. Das ist echt komisch. Mhm. Okay. Das ist nicht gut durchdacht. Ja, also können wir im Endeffekt neu starten und nochmal probieren. Ansonsten
nur. Wenn man mit einer Schaufel versucht, auf so einen Stein zu hauen? Der kann nicht, der gräbt nur. So. Ah, okay. Okay, wir haben neu gestartet und hier sind dann auch die Steine wieder. So, nehmen wir die. Dann gehen wir ins Inventar. Craften uns mal so einen scharfen Stein. Dankeschön. Zack, 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 zack. Jetzt, da ist noch Geld überall. Ui, cool. Cool. Oh, Krebse kann ich nehmen. Ah. Kann ich einfach einsammeln. Mhm. So, dann holen wir uns unser Holz. Und 6 Steine brauchen wir aber trotzdem nochmal. Vielleicht kann man mit dem Stein jetzt die Steine klopfen. Ah, okay. Gucken wir gleich. Und die anderen Dinger, die wissen wir ja, wo sie sind. In diesen Säcken. Aha. Bin mal gespannt, was wir dann craften können. Mhm. Ah, ich glaube, wir können dann ein Floß bauen oder so, weil da steht ja Get to the Big Island. Mhm. Weil das ist ja nur so eine kleine Insel. Alter, cool. Wir haben jetzt 7. Okay. Da liegt nochmal Geld. Wir brauchen aber noch ein bisschen Holz. Oh, Jesel, Baby. Eine Axt wäre natürlich besser. Mhm. Aber man nimmt mal halt, was man kriegt. Okay. Kokosnüsse. Sehr gut. Okay, nehmen wir noch das Geld. Dann würde ich mal sagen, probieren wir mal die Steine zu klopfen. Ich muss sagen, das Einzige, was mich jetzt stören würde, wäre, dass man nicht eindeutig erkennt, was man aufheben kann und was nicht. Ja, ja. Hier habe ich jetzt zum Beispiel, guck mal noch. Ah, hast du schon Blumen. Fiber gefunden? Ah, Fiber habe ich auch gefunden. Ja. The Fiber. Und ich habe eine Maus eingesammelt. Die wurde aber als Fleisch angezeigt, komischerweise. Ist dann zum Snacken die Maus. Hier ist nochmal Geld. Wieso liegt hier Geld? Stimmt. Okay. Steinchen kloppen. Okay. Hier ist eine Maus. Da gucken wir jetzt. Zack, das ist doch Fleisch. Mhm. Alter, dieses Springen. Ja, das ist schon lustig. Blümchen hast du auch gefunden. Aha, guck mal. Ah, cool. Steinchen klopfen. Nice. Hopp, 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 hopp. Oh yes, baby. Oh yes. Wie viel haben wir jetzt? Hä? Ah, jetzt. Aber ist irgendwie ein anderer Stein. Hä, das ist was anderes, gell? Ja. So, schaut wie so Kristalle aus oder so. Nimm doch. Nimm! Nimm! Das Nehmen gefällt mir hier nicht. Da muss man so richtig genau irgendwie hingehen und. Ja. Wir kriegen sogar XP beim Einsammeln, sehe ich gerade. Okay, voll cool. Also ich kann es nicht nehmen. Mhm. Probieren wir das noch. Aber ich glaube, das sind auch wieder diese Kristallsteine. Oder Glassteine oder was tatsächlich das. Was das sein soll. Hey. Oh, das waren jetzt normale Steine. Mhm, ja. Homo Heul. Das hast du neue Schriede. Collect. Sharpstone. Das ist ja Dings hier. Anziehsachen. Also noch ein Sharpstone. Und dann. Ui, cool. Wooden Door Key. Krass, Alter, was hier alles. Uiuiui. Wie viel man da schon machen kann. Da kann man sogar Armbrust. Alter. Da. Heul. Was ist das? Klof? Was soll das sein? Kann man, glaube ich, wiederverwenden in. Was ist das? Handmade Cloth use in crafting. Das braucht man fürs Crafting. Irgendwas, um etwas anderes zu craften. Also, das ist wie. Ah, 2 brauchen wir. Das brauchen wir, um irgendwas herstellen zu können. Schauen wir gleich. Okay, 2 haben wir. Und jetzt steht Craft Stone Hatchet und Craft Stone Pickaxe. Okay. Mhm.
Ah, da sind Waffen. Wooden. Stone Hatchet. Mhm. Okay. Und Stone Pickaxe. Mhm. Sehr gut. Ah, Kraft hat er nicht, oder was? Vielleicht fehlt uns irgendwas. Ah, wir brauchen 5, 1. Das ist aber Sharpstone. Ah. Okay, dann machen wir einen Sharpstone. Alter, cool. Cool, gell? Mhm. Schade, dass hier nicht angezeigt ist, was fehlt. Also, weil der hat das zum Beispiel hier, das würde ich dann rot machen zum Beispiel und dann weißt du, okay. Ja. Sehr gut, wir haben neue Werkzeuge. Nice. Collect Stones brauchen wir nochmal und Wood. Und das ist rot. Also, probieren wir mal mit der Axt. Alter, taugt mir wirklich gut. Mhm. Homo Heul. So Heul. Okay, zack. Oh, 13 gleich. Oh, geil. Jetzt. Wenn man über die Axt oder so geht, dann werden auch Werte angezeigt, wie viel Damage die machen und so. Echt? Mhm. Cool, habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, nice. Wie viel haben wir? Wut haben wir schon. Ja, nehmen wir noch einen Baum mit. Die geht auch kaputt. Die Axt. Mhm. Cool, ey. Geil. Hast du gesehen, ob das Multiplayer hat eigentlich? Also. Habe ich nichts gesehen. Aha. Ja, schaut auch nicht so aus. Also schaut so aus, als würde man selber so die Welt erkunden und. Mhm. Okay, und mit dieser Pike können wir, denke ich mal, die Steine leichter abbauen. 17. Alter, der haut ja schon ordentlich neu. Alter, es geht voll schnell. Mhm. Er sammelt schlecht ein. Ich drücke die ganze Zeit, er sammelt nicht ein. Guck mal, ich glaube, du musst mit dem Fadenkreuz drüber gehen. Oder halt mit Fadenkreuz? Also dieser Punkt da in der Mitte. Ja, gehe ich aber. Ah. Craft and Place Campfire. Okay, cool. Machen wir hier vorne. Meinige cool. Machen wir hier mal hin. Ich finde es halt übersichtlich auch vom Crafting so, weil ich mag das immer nicht, wenn die Spiele so komisches Crafting-System haben, wo man überhaupt nichts checkt. Mhm. Hier ist das schon übersichtlich. Mhm. Ist auch schön geordnet. Okay, ist das runtergefallen oder was? Ich glaube auch, ja. Weil wir wahrscheinlich das ganze Inventar voll haben. Mhm. Was ist das eigentlich? Ah, Samen. Ich würde mal sagen, wir essen einfach so eine Kokosnuss und dann haben wir Platz. Okay, hä? Schriftrolle. Ah, das ist unser Campfire. Komisch, dass er das als Schriftrolle rausschmeißt. Ja. Okay. Ah, okay. Wo können wir das jetzt platzieren? Bei den Skeletten vielleicht. Mysterious Island Standort. Mhm. Find a way to leave the island. Aha. Voll cool, gell? Mhm. Ja, wo können wir das denn platzieren? Auf der Wiese ging es auch nicht, oder wie? Mhm. Okay. Komisch, gell? Mhm. Vielleicht da, wo wir gestartet haben? Wir haben schon ein bisschen Essen, also Hunger ein bisschen. Hm. Hm. Okay, das ist schon komisch. Komisch, gell? Mhm. Aber wir finden alles raus. Oh yes. Okay, dann probiere ich nochmal da an der grünen Wiese. Mhm. Campfire. Vor allem bei dem Skelett hat es ja auch am Sand gepasst. Beim Was? Skelett war ja auch so ein Campfire und es steht ja auch auf dem Sand oder so. Ah. Also ich kann es mir nicht erklären. Mhm. Vielleicht steht was im Menü. Nochmal irgendwie erklärt. Ja, das stimmt. Das könnte sein. Was also steht hier? Perfect for cooking. Also zum Kochen. Mhm. And light gibt es auch natürlich. Mhm. Okay. Puh, da ist eine Kokosnuss runtergefallen. Das ist nur zu hohl. Das ist Gesundheit. Gesundheit. Hier ist eins. Hm. Also, das ist doch komisch.
Entweder das ist ein Bug oder... Was könnte man dann machen? Oder wir müssen zuerst von der Insel fliehen und dann den Camp, das Campfeuer richten. Wie könnten wir fliehen? Vielleicht da oben irgendwas? Irgendwas ist ein Gleitschirm oder so. Mhm. Probier mal dahin zu gehen. Ist auch voll komisch, dass man die Leiter nicht benutzen kann. Ja. Sehr komisch. Hä? Ah. Ah. Hä? Komisch. Okay, das ist schon ein bisschen komisch designt. Mhm. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ich bin da einfach durchgefallen. Okay. Da, und guck mal, Leben verloren. Okay. Was haben wir hier? Raw Crab Meat. Das ist auch roh. Roh, alles roh. Hm. Es gibt kein Video auf YouTube. Mhm. Komisch. Mhm. Also vielleicht, ich verstehe das echt nicht. Vielleicht muss man erst einmal ein Loch buddeln oder so. Ah. Okay. Das ist eine Idee. Rum. Rum. Um die Einsamkeit auszuhalten. Und jetzt, Baby. Oh. Halt mich. Okay, wir haben hier eine Schaufel. Probieren wir mal. Wo ist sie? Ah, da. Ja, danke. Okay, probieren wir mal. Das ist eine gute Idee. Mhm. So, und jetzt? Nee. Okay. Ja, Alter, wo kann man das denn platzieren? Hast du auch im Steg mal probiert? Auf dem Steg ging es auch nicht, soweit ich gesehen habe. Mhm. Verbrennt doch alles. Okay, also ich weiß nicht, also mir kommt das wie so ein Bug vor oder so. Ja. Weil, also bitte. Ich probiere nochmal hochzugehen und dann nicht durchzufallen. Vielleicht ist da oben irgendwas. Bin ich einfach durch den Boden durchgefallen. Okay. Spring mal weiter. Okay. Bisschen cheaten. Okay. Ja, siehst du, ich komme hier einfach. Also irgendwie komisch. Oh! Ui. Tot. Alter. Respawn. Und jetzt habe ich wahrscheinlich alles verloren. Alter. Und jetzt ist nichts mehr da. Und habe keine Steine mehr und gar nichts. Okay, gucken wir mal. Also ich habe nichts. Also ich weiß nicht, mir kommt das so ein bisschen verbuggt vor das Spiel. Ja. Also das ist doch nicht normal, oder? Ja. Dass da die Sachen nicht mehr da sind und... Und dass man auch durch den Boden glitscht. Ja, ja. Water. Ah, hier kann man Wasser holen mit der Flasche. Oh, cool. Vom Brunnen. Ja, ich würde mal sagen, das Spiel ist nice. Beenden wir die Anzock-Session. Warten wir einfach bis September, wenn das rauskommt. Und dann können wir ja nochmal reingucken, ob das richtig gut geworden ist oder ob das immer noch verbuggt ist. Also Leute, haut's rein, abonniert den Kanal und wir sehen uns in weiteren Videos.